So, Außenhandelsgewinne. Abbildung 4.11 veranschaulicht zwei wichtige Eigenschaften der Budgetbeschränkung für eine Volkswirtschaft, die Außenhandel betreibt. Erstens ist die Steigung der Budgetbeschränkungslinie gleich dem negativen Preis von PM durch PF, also dem relativen Preis von Industrieprodukten, denn der Verzicht auf den Konsum einer Einheit Industrieprodukte erspart der Volkswirtschaft ja PM und dafür kriegen wir PF. Eine bestimmte Menge PF und dieses Verhältnis ist eben quasi die Steigung der Budgetbeschränkung. Okay? Der relative Preis auf dem Weltmarkt. Damit kann sie als PM durch PF zusätzliche Einheiten Lebensmittel erwerben. So, das ist die schwarze Budgetbeschränkungslinie. Zweitens tangiert die Budgetbeschränkungslinie die Transformationskurve einer Volkswirtschaft. An dem Punkt, an dem die Volkswirtschaft bei einem gegebenen relativen Preis für Industrieprodukte produziert. Das wäre hier Punkt 1. Folglich kann es sich die Volkswirtschaft stets leisten, so viel zu konsumieren, wie sie produziert. So, so viel können wir schon mal festhalten. Das rote hier ist die Transformationskurve der Volkswirtschaft, da sagen wir Inland. Das schwarze ist die Budgetbeschränkung mit Außenhandel, also sagt uns, wie wir bei Außenhandel quasi Güter umtauschen können von eins in das andere. Also die Konsummöglichkeiten, sagt uns die Budgetbeschränkung. Und also das Wichtige ist, alle Punkte auf der schwarzen Linie sind quasi als Konsum möglich, wenn Außenhandel betrieben wird. Und in drei Schritten wollen wir jetzt zeigen, dass Handel eben eine Potenzielle des Gewinns für alle ist. Erstens halten wir fest, dass bei Abwesenheit von Außenhandel die Volkswirtschaft alles produzieren müsste, was sie konsumiert und umgekehrt. Das heißt, der Konsum der Volkswirtschaft wäre dann gegeben durch einen Punkt auf der Kurve der Produktionsmöglichkeiten. Ne? Nur was wir produzieren, können wir auch konsumieren. Beispiel wäre zum Beispiel Punkt 2. Als nächstes halten wir fest, dass eine außenhandeltreibende Volkswirtschaft eine größere Menge von beiden Gütern konsumieren kann, als es ihr ohne Außenhandel möglich wäre. Und die Budgetbeschränkung hier, die schwarze fallende Linie, widerspiegelt sämtliche Kombinationsmöglichkeiten von Lebensmitteln und Industrieprodukten, zu denen das Land bei einem gegebenen relativen Weltpreis von Industrieprodukten konsumieren könnte. Und wir sehen, ein Teilbereich dieser Budgetbeschränkung, nämlich das hier, liegt im eingefärbten Teil. Und das sind genau Situationen, in denen die Volkswirtschaft sowohl mehr Lebensmittel als auch mehr Industrieprodukte konsumiert, als es hier ohne Außenhandel möglich wäre. Ne? Dann, das hier wäre ja die Menge an QM 2 ohne Außenhandel. Das hier ist QF 2, also ohne Außenhandel. Und alles, was in dieser, farblich hinterlegten Fläche ist, ist in, sowohl bei QF als auch QM mehr. Und der wichtige Punkt ist eben, die Konsummöglichkeiten mit Außenhandel liegen zum Teil in einem Bereich, wo wir im Vergleich zu einer Situation ohne Außenhandel sowohl mehr QM haben als auch mehr QF, das heißt auch mehr davon konsumieren können. Und das ist unabhängig davon, welchen Punkt wir jetzt betrachten bei ohne Außenhandel. Es ist immer so, dass wir so eine Fläche uns einzeichnen können und es ist immer so, dass die Budgetbeschränkung mit Außenhandel dann teilweise durch diese Fläche geht. Wenn die Volkswirtschaft als Ganzes, also beide Güter in größeren Mengen konsumiert, ist es also im Prinzip grundsätzlich auch möglich, dass jedes Individuum von beiden Gütern mehr erhält und damit besser gestellt ist. Es kann also potenziell gewährleistet werden, dass infolge von Außenhandel jeder einen größeren Wohlstand genießt. Natürlich könnte es allen Individuen noch besser gehen, wenn jedes von ihnen gleichermaßen mehr von einem Gut und weniger von einem anderen hätte. Aber dieser Sachverhalt unterstreicht lediglich die Schlussfolgerung, dass Außenhandel potenziell jedem Einzelnen Gewinn bringen kann. Und das wollten wir ja hier zeigen.